Reines CBD-Öl, 10%ig, 100% Cannabis, 100% Leben. Und für alle, die noch nicht verstanden haben, warum es ein absolutes Must-Have-Produkt ist, ja, den trage ich das gerne nochmal vor, beziehungsweise ich erzähle es Ihnen gerne nochmal. Es ist nämlich ein Gesundheitswunder, so viel vorweg. Es ist ein Allround-Genie schlechthin. CBD, was bedeutet das? Cannabidiol, das ist eine Substanz aus der Cannabispflanze. Und Cannabis ist ja weltweit bekannt. Nicht nur, weil es berauscht, sondern vor allem auch, weil die Inhaltsstoffe Karriere machen als hochwirksame Medikamente. 480 Wirkstoffe gibt es, Freunde. 80 davon nur in Cannabis. Das sind die sogenannten Cannabinoide. Da gibt es einmal das THC, haben Sie schon von gehört. Ne? Das ist das, was berauscht. Das ist das am häufigst vorkommende. Und jetzt ganz wichtig, dann gibt es noch das CBD. Hier, sehen Sie. CBD-Öl, das berauscht nicht, das ist das am zweithäufigst vorkommende. Und das CBD, das hat riesige medizinische Potenziale und es beeinflusst positiv das Endokannabinoid-System. Ja, schweres Wort, Endokannabinoid-System, was ist das? Ganz einfach, das ist Teil unseres Nervensystems. Und wie Sie vielleicht wissen, ohne Nervensystem läuft ja gar nichts im Körper. Ne? Gehen wir kurz mal drauf ein, 2 Kilogramm ist das schwer, das Nervensystem, hat aber mehrere 100 Milliarden Nervenzellen und die steuern alles im Organismus. Kein einziges Organ könnte ohne Nervensystem funktionieren. Weder die Atmung, noch die Verdauung, der Stoffwechsel nicht, die Motorik nicht, der Herzschlag nicht. Also, man kann sagen, das Nervensystem, das steuert wirklich alles. Und das Nervensystem wiederum wird von Rezeptoren gesteuert. Und Rezeptor, lateinisch recipiere, bedeutet empfangen, aufnehmen. Das heißt, Rezeptoren nehmen Reize auf und leiten die Information, die sie bekommen haben, an das Gehirn weiter. Und im Gehirn, da wird die Art der Empfindung, also des Reizes und der genaue Ort identifiziert. Und bei Bedarf wird jetzt mit Ausschüttung von verschiedensten Botenstoffen reagiert. Und dabei gilt, je stärker der Reiz, desto mehr Botenstoffe werden freigesetzt. Klassisches Beispiel, die Photorezeptoren auf unseren Augen, beziehungsweise auf den Nervenzellen in den Augen, sehen etwas, das große Freude bereitet. Ne, hat ja jeder ein Erlebnis, sie waren im Urlaub, sie sehen irgendwo Sonnenaufgang, ja, ganz viel Freude. Das merken die Rezeptoren in den Augen und dieser Reiz, diese Empfindung, die geht als Info ans Gehirn. Was passiert jetzt? Das Gehirn schüttet Botenstoffe aus, nennt sich Dopamin, das ist ein Glückshormon und das wird ausgeschüttet und insgesamt, auch wichtig, gibt es 5 verschiedene Arten von Rezeptoren und die sind für die unterschiedlichste Reizverarbeitung zuständig. Und 2 von diesen 5 sind für uns besonders spannend. Warum? Ganz einfach, weil sie sich beeinflussen lassen. Ja, CB1 und CB2, die beiden Cannabinoid-Rezeptoren, die sind im Endokannabinoid-System, also Teil des Nervensystems. Und das Endokannabinoid-System, das befindet sich bei uns im gesamten Körper. Hier, schauen Sie mal, so sieht das aus. Da sehen Sie 2 Pflänzchen, einmal hell und einmal dunkel, CB1. Ich erkläre es Ihnen kurz, wofür ist das Endokannabinoid-System überhaupt zuständig? Es hat völlig unterschiedliche Aufgaben im Körper. CB1, die hellen Pflänzchen, sind zuständig für Motorik, für Appetitsteuerung, für Angstminderung, für geistige Leistungsfähigkeit, für Schlaf. Auch das ist ja ein ganz, ganz großes Thema hier in Deutschland. Regelung des Schmerzempfindens. Auch wichtig und viele, viele Bereiche mehr. Also dafür CB1 zuständig. Dann haben wir noch CB2. CB2 hauptsächlich in den Immunzellen und ja, man kann sagen, steuert das Immunsystem. Ganz wichtig, um Krankheiten vorzubeugen. Sprich, CB1 und CB2 sind damit lebenswichtige Bausteine in unserem, in Ihrem komplexen Nervensystem. Und jetzt der Knaller. CB1 und CB2 lassen sich beeinflussen. Und jetzt kommen wir hier genau zu dieser Geschichte. Denn hier geht es jetzt um CBD. Lassen sich von CBD beeinflussen. Und das ist extrem gut und wichtig, denn manchmal kann es vorkommen, dass die Reizweiterleitung zu schwach ist und demzufolge die Botenstoffausschüttung zu gering. Und genau so entstehen Krankheiten. Das heißt, wenn Sie krank werden, ging das dann meist voraus. Ich mache mal so ein einfaches Beispiel, wie CBD wirkt. Sie verirren sich in der Küche, machen Hausarbeit und schneiden sich den Finger. Passiert mir auch manchmal. So, was passiert jetzt? Die Nervenzelle in der Haut, die meldet Aua ans Gehirn, ein Schmerz. Was macht das Gehirn? Das schüttet sofort Endorphine aus. Also Botenstoffe, die den Schmerz stoppen sollen und die Heilung beschleunigen sollen. Der normale Prozess. Jetzt ist aber so,
Der Reiz an das Gehirn ist oftmals bei vielen, vielen Menschen viel zu schwach. Das heißt, es werden viel zu wenig Endorphine ausgeschüttet und das Ergebnis, das Ganze bringt nichts oder eben nur ganz kurze Linderung. Läuft also einiges schief. So, und jetzt kommen wir zur Lösung des Ganzen. Das CBD, das hilft nämlich nun den Rezeptoren, wesentlich stärkere Signale an das Gehirn zu senden. In diesem Fall den CB1-Rezeptoren, die für die Schmerzregelung zuständig sind. Können Sie sich so vorstellen, als wenn CB1 mit einem Megafon, ich habe es zufällig mal dabei, um es mal zu verdeutlichen, den Reiz an das Gehirn sendet. Also das Ganze wesentlich lauter und stärker. Ne? Also, Sie schneiden sich in den Finger, CBD im Körper reagiert, CB1-Rezeptoren werden aktiviert durch das Megafon. Und das Gehirn schüttet jetzt bedeutend mehr Endorphine aus. Und damit funktioniert Folgendes, der Schmerz wird gestoppt und die Heilung beschleunigt. So einfach ist das. Ich glaube, Sie sind da mitgekommen. Ne? Also genau das passiert hier. Und das Ganze, auch wichtig, auf völlig natürliche Art und Weise. Und parallel, auch das wichtig, wird der Heilungsprozess beschleunigt. Also, CBD hilft als Verstärker, Schmerz sofort stoppen, Heilungsprozess sofort in Gang setzen. Das, was sonst eben oftmals nicht passiert. Und das, genau das bestätigen mittlerweile zigtausend begeisterte Anwender. Immer wieder erreichen uns da nette Briefe über Natura Vitalis in den Foren, Anrufe etc., wo gesagt wird, Wahnsinn, ich hatte das und das Problem, die und die Beschwerden, hab's CBD genommen, Beschwerden weg. Ganz einfache Geschichte. Trotzdem noch mal ganz kurz erklärt. Also manchmal funktioniert es tatsächlich schon nach wenigen Minuten. Also ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, okay, CBD, wie lange muss ich das denn nehmen? 2, 3 Monate? Nee. Manchmal haben wir tatsächlich den Effekt, Sie nehmen es am gleichen Tag noch Ergebnis. Also wirklich unglaubliche Wirkweise dieses CBD-Öls. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, und mehr macht CBD eigentlich nicht. Und dennoch kann man wirklich sagen, die Wirkung gleicht einem Wunder. Insbesondere bei chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel, auch das ist ja ein Thema in Deutschland, Rheuma, Migräne. Mit den Fingerschneiden gerade, das war jetzt nur ein einfaches Beispiel, wie CBD das Signal an das Gehirn verstärkt. Grundsätzlich können Sie sich merken, sorgt CBD im gesamten Wirkspektrum von CB1 und CB2 für eine stärkere Reizweiterleitung und damit für eine höhere Botenstoffausschüttung. Die Schmerzen, die werden so gestoppt und die Heilung grundsätzlich beschleunigt. Also CBD hilft insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Herausforderungen. Ich habe es Ihnen hier mal eingeblendet. Schauen Sie mal. Ist jetzt vielleicht zu lang, alles vorzulesen, aber das ist schon sagenhaft. Gehen Sie einfach mal kurz selber drüber. Hier sehen Sie, wo CBD in der Medizin in wesentlich höheren Dosierungen eingesetzt wird. Und unser CBD ist ein Nahrungsergänzungsprodukt. Aber schauen Sie, wo CBD bereits in der Medizin eingesetzt wird. Es schützt die Nerven, hilft bei Migräne, wirkt angstlösend, wirkt schmerzhemmend, hilft bei psychotischen Schüben gegen freie Radikale. Bei Depressionen hilft es. Auch das ja leider immer wieder ein großes, großes Thema. Es stärkt die Knochen, fördert das Wachstum. Entzündungshemmend wirkt es. Also wenn Sie irgendwie eine Verletzung haben, auch da immer gerne einsetzen. Bei chronischen Schmerzen, Rheuma, Multiple Sklerose hatten wir gerade angesprochen, auch da kommt es zum Tragen. Hemmt Krebszellenwachstum, ganz spannendes Thema, gehen wir gleich nochmal drauf ein und so weiter und so fort. Also hier das ganze Spektrum, das tatsächlich mit CBD entsprechend bedient wird. Also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo es nicht hilft. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Apropos Krebszellen, habe ich Ihnen mal ein kleines Filmchen mitgebracht. Schauen Sie mal. Forscher haben rund 100 Substanzen in Hanf ausgemacht, die bisher in keiner anderen Pflanze entdeckt wurden und therapeutische Wirkungen haben könnten. Die sogenannten Cannabinoide. Die beiden vielversprechendsten sind Tetrahydrocannabinol, THC, ein Stoff, der Heimacht, und Cannabidiol, CBD, ein Stoff, der entspannt. Das Nervensystem durchzieht den gesamten Körper. Jeder Mensch produziert körpereigene Cannabinoide, die ihre natürliche Wirkung entfalten. Wird dem Körper nun das Cannabinoid CBD zugeführt, schütten die Nervenzellen Substanzen aus, die im Körper zur Heilung und Schmerzlinderung führen können. Und genau das macht die Pflanze für die Medizin interessant. Im Institut für Toxikologie und Pharmakologie der Uniklinik Rostock experimentiert man mit Cannabis. Die Wissenschaftler untersuchen die Wirkung von CBD auf Krebszellen. Die Tumorzellen tarnen sich im Körper, sodass das Immunsystem sie nicht als Bedrohung erkennt. Und das ist fatal.
Die Forscher stellen eine hochkonzentrierte Stammlösung mit CBD her. Diese geben sie auf menschliche Tumorzellen. Nach 48 Stunden fügen sie Killerzellen aus dem körpereigenen Immunsystem hinzu. Dann passiert etwas Erstaunliches. Durch den Cannabis-Inhaltsstoff CBD bildet sich auf den Tumorzellen ein bestimmtes Protein. Dieses sorgt nun dafür, dass die Killerzellen auf die Tumorzellen aufmerksam werden. Einmal identifiziert und als feindlich erkannt, können die Immunzellen die Krebszellen nun zerstören. Auf diese Weise soll CBD auch die Bildung von Metastasen hemmen. Die Rostocker Wissenschaftler sind nicht die einzigen, die sich für die therapeutische Wirkung des verbotenen Rauschmittels interessieren. Doch bis zu einer Zulassung als Krebsmedikament ist es noch ein weiter Weg. Ist das der Knaller? Muss ich da eigentlich noch mal irgendwie was zu sagen? Ich würde sagen, nee, das erklärt unglaublich viel übers CBD und entsprechend natürlich auch übers CBD-Öl. Und deswegen meine Empfehlung, jetzt bestellen. Jetzt sage ich Ihnen noch mal ganz kurz dazu. Auch wichtig, das CBD-Öl von Natura Vitalis ist reines Cannabisöl. Also wir haben ja viele Mitbewunderer, sage ich immer, Mitbewerber, suchen Sie sich was aus. Da gibt es ja diverse CBD-Öle. Bei uns reines Cannabisöl, keine Trägeröle oder anderweitig gestreckte Produkte. Also ein Vollspektrumöl. Und unser CBD ist das einzige Produkt derzeit, das den erlaubten THC-Gehalt einhält. 120 Mikrogramm pro Tag. Verzehrempfehlung bekommen Sie auch noch direkt dabei. Sie wollen ja schnell Ergebnisse haben. Dreimal 2 bis 3 Tropfen am Tag. Und die Viskosität des Öls ist so, dass 10 Milliliter für ca. einen Monat reichen. Also CBD-Öl gehört einfach zum Tagesablauf dazu, wie Zähneputzen, was Sie sonst noch so regelmäßig machen. Ich hoffe, Sie machen das regelmäßig. So, Scherz beiseite. Also, das ist die Basis. Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte. Und zwar zum CBD-Balm. Die Erfolgsberichte zum CBD-Balm sind unglaublich. Genauso wie, es ist unfassbar. Also wenn ich das jetzt hier vorlesen würde, wäre es schon fast unseriös, was uns da täglich erreicht. Das nur nebenher. Deshalb Tipp an Sie, einfach selber testen. Kann ich wirklich nur so sagen. CBD-Balm kennen Sie vielleicht auch schon, weil es sich tatsächlich auch rumgesprochen hat, dass wir hier von einem wirklichen Wunderballen, sage ich immer so gerne, sprechen. Tatsächlich erkläre ich es Ihnen aber gerne nochmal oder sprechen wir einfach ein bisschen drüber, damit Sie nochmal ein paar Infos mehr haben, falls Sie jetzt gerade zum ersten Mal eingeschaltet haben oder sagen, erklären Sie es doch nochmal, Cedric. Ja, gerne, mache ich. Also, worum geht's? Es geht um das erste CBD-Breitbandbalsam für die empfindliche und sensible Problemhaut. Allein beim Stichwort Problemhaut gehen jetzt wahrscheinlich schon wieder ganz viele Ohren auf, und weil natürlich auch viele Menschen Problemhaut haben, unterschiedlichste Art und Weise. Also es gibt ja so eine Liste, so eine Kladde an Problemen, die die Haut mit sich bringen kann. Gehe ich gleich kurz drauf ein. Aber dieses CBD-Breitbandbalsam behandelt alles, was es da so gibt. Also hilft bei unzähligen Herausforderungen mit der Haut. Es wirkt unglaublich schnell und es wirkt unglaublich effektiv. Auch hier wieder sensationell, finde ich immer richtig geil bei den Produkten von Natura Vitalis. Ich darf es jetzt einfach mal so sagen. Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Das heißt, Sie tragen es auf, haben ein Problem, tragen es auf, Ergebnisse. Nicht erst mal ein halbes Jahr nehmen und dann mal gucken. Ergebnisse, ganz wichtig. Daran können Sie ein gutes Produkt messen. Das ist mein Versprechen vorab. Und es ist jetzt völlig egal, worüber wir reden. Ob wir zum Beispiel über Akne, Rosacea, Schuppenflechte, Herpes, Dermatitis, Lupus, Ekzeme, Insektenstiche, auch jetzt gerade im Sommer wieder. Völlig egal, worüber wir hier reden. Wenn es ein Hautproblem gibt, CBD-Balm. Mit einem extrem hohen Anteil von 3% CBD in Kombination mit weiteren ausgezeichneten natürlichen Substanzen wie Kokosnussöl, Shea-Butter, Kakaobutter, Traubenkernöl, Madagaskar-Vanilleöl. Man kann sagen, in dieser Kombination ist es die Non-Plus-Ultra-Hautpflege, ja, bei dieser langen Liste an Hautproblemen, die es ja leider heutzutage gibt. Also, Sie sehen, die kraftvolle, hochkonzentrierte Formel wird sehr schnell von der Haut aufgenommen. Hier jetzt bei mir gar nichts mehr zu sehen. Wir können gerne nochmal drauf gehen. Und das Tolle, stimuliert sofort, also hier habe ich es aufgetragen. Hier, sehen Sie nichts mehr. Sensationell. Sofort eingezogen. Das waren jetzt Sekunden. So. Also es wird schnell aufgenommen und stimuliert sofort die dort befindlichen Cannabinoid-Rezeptoren und unterstützt so zügig die natürlichen
körpereigenen Reparaturmechanismen. Also so ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe. Ganz, ganz wichtig. Und damit setzt CBD-Balm direkt bei den Ursachen an, anstatt nur die Symptome oberflächlich zu behandeln, wie es so viele andere Produkte leider nur tun. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Akne. Schaut so aus, nicht schön, wissen wir alle. Was kann man dazu sagen? Also Akne ist eine der ältesten Hautkrankheiten und tritt am häufigsten bei Jugendlichen auf. Aber eben auch im Erwachsenenalter kommt diese Hautkrankheit immer wieder vor. Grund: überschüssige Talgproduktion der Poren mit einer entzündlichen Veränderung in der Haut. Und das sorgt dann für diese unansehnlichen Pickel und für die Pusteln auf der Haut. Und in einer unabhängigen Studie wurde jüngst wiederholt belegt, dass CBD durch seine hemmende Wirkung gerade bei diesem Krankheitsbild eine perfekte Ergänzung zu anderen Heilmethoden darstellt. Der Grund: CBD reguliert die übermäßige Talgproduktion. Also das, was zu viel ist, wird reguliert und dadurch keine Akne mehr. Und ferner wirkt CBD entzündungshemmend, antibakteriell und wachstumshemmend auf die Sebozyten, also auf diese Talgzellen. Und durch die verminderte Talgproduktion kann die überfettige Haut zur Ruhe kommen und sich dann dem eigentlichen Heilungsprozess widmen. Und ähnliche sensationelle Erfolge kann CBD zusätzlich äußerlich aufgetragen bei der Hautkrankheit Psoriasis erzielen. Auch das ein Problem vieler Tausender, wenn nicht sogar Millionen Menschen auf der Welt, auch hier gerade speziell in Deutschland. Psoriasis kennen Sie vielleicht, Schuppenflechte auch genannt. Wurde übrigens von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, 2014 offiziell als schwere, nicht infektiöse Krankheit anerkannt. Und das hat Gründe. Warum? Sie ist eine der häufigsten Hautkrankheiten überhaupt. Allein in Deutschland leben rund 2 Millionen Betroffene. Allein in Deutschland, weltweit extrem viele Millionen. Und die Schuppenflechte ist eine entzündliche, nicht ansteckende Krankheit. Sie macht sich vor allem durch rötliche, schuppende Hautveränderungen bemerkbar, wie jetzt gerade auf dem Bild zu sehen, die jucken können. Und diese Hautveränderungen entstehen durch eine übermäßige Proliferation, also schnelles Wachstum bzw. Wucherung des Hautgewebes der Keratinozyten. Das sind diese spezialisierten Zellen der menschlichen Epidermis. Und diese teilen sich nämlich bis zu 8-mal schneller als Keratinozyten gesunder Haut. Und so wird die Erneuerung der Epidermis, die sonst etwa 4 Wochen in Anspruch nimmt, auf wenige Tage verkürzt. Und da die neu entstehenden Keratinozyten aber vielfach noch nicht ausdifferenziert sind, ist der geordnete Aufbau der Epidermisschichten gestört. Und die Folge: glänzende, silbrig-weiße Schuppen, die bilden sich auf diesen entzündlichen, geröteten Hautarealen. Und da unser entzündungshemmendes CBD-Balm tief in die Haut eindringt, kann es die Cannabinoid-Rezeptoren in der Haut dahingehend beeinflussen, die Proliferation von Keratinozyten, also die Wucherung des Hautgewebes, zu hemmen. Also das Ganze stark zu reduzieren. Das muss man sich mal vorstellen. So, und dies hat nicht nur ich mich jetzt gerade so ausgesagt, sondern dies haben mehrere In-vitro-Studien eindrucksvoll belegt. Durch den einzigartigen Wirkstoffkomplex in CBD-Balm wird nämlich auch zusätzlich die Struktur und das Abwehrverhalten der Haut gestärkt, was ebenfalls die Symptome der Psoriasis deutlich lindern kann. Sie merken, ich rede mich hier in Rage, das ist sensationell. Wahnsinn, absolut genial. Mal hier Rosacea, so sieht das aus, nicht schön, gibt's aber leider. Die Rosacea, kennen Sie vielleicht auch unter dem Wort Couperose, ist eine chronische, verlaufende, entzündliche Hautkrankheit, die mittlerweile rund 4 Millionen Deutsche betrifft. Meist trifft sie im Bereich Wange, Nase, Kinn, Stirn auf. Und viele begeisterte Anwender haben uns bestätigt, hilft gerade auch bei diesem Krankheitsbild enorm. Auch da nochmal vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ist wirklich fantastisch, was uns da immer wieder erreicht. Also wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn ich das jetzt vorlese, würden Sie allein schon sagen, ist ja komplett unseriös. Aber wie gesagt, überzeugen Sie sich, ist sensationell. Schnelle Ergebnisse durch eben genau diese Wirkung des CBDs. Und die Haut bei Rosacea, gehen wir nochmal ganz kurz rein, die ist gerötet und erweiterte Gefäße sind die ersten Anzeichen der Rosacea. Zusätzlich können Knötchen, Eiterpickel und wucherndes Bindegewebe auftreten. Auch das alles kann sein. Und die Haut bei der Rosacea, die ist äußerst empfindlich und auch irritierbar. Also ganz, ganz, ganz schwieriges Hautbild. Sie reagiert zum Beispiel auf
aufgetragene Hautpflegepräparate, Kosmetika, Medikamente etc. sehr, sehr sensibel. Also auch hier haben sie eine große Herausforderung. Ne? Medizinische Fachzeitschrift Experimental Dermatology veröffentlicht, kennen Sie vielleicht. Und hier drin wurde nochmal eine Studie veröffentlicht, die genau das sagt, therapeutische Wirkung von CBD auf der menschlichen Haut nachgewiesen. Wer kennt das nicht? Das Gefühl, wenn sich diese lästigen typischen Bläschen, auch Herpes genannt, ankündigen. Die betroffene Stelle an der Lippe spannt, ist gereizt, juckt. Ne? Und wenn sich nachfolgend dann auch noch die oft schmerzhaften Herpesbläschen bilden, dann möchte man nur noch eins, den Lippenherpes schnellstmöglich wieder loswerden, logisch. Und hier können die antiviralen und entzündungshemmenden Eigenschaften des CBDs sehr wertvolle Hilfe leisten. Bei den ersten Anzeichen eines Ausbruchs tragen Sie bitte eine großzügige Menge des CBD-Balms auf die betroffene Stelle und dies sollten Sie mindestens dreimal pro Tag tun, bis die Symptome wieder verschwinden. Warum dreimal am Tag? Sie wollen Ergebnisse, hier bekommen Sie Ergebnisse. CBD-Stem-Komplex. Was bedeutet das, Stem-Komplex? Stem-Komplex bedeutet Stammkomplex und steht hierbei als Abkürzung für eine Spezialpflanzenmischung. Achtung, die Stammzellen, also Englisch Stem Cells, im Körper vermehrt. Ja, Sie haben richtig gehört. In diesem Produkt ist das hochpotente CBD mit einer ganz speziellen, exklusiven Pflanzenmischung kombiniert, die nachweislich die körpereigene Stammzellenproduktion steigert. Eine Revolution sondergleichen. Noch einmal, zum einen haben wir in jedem Pressling das hochpotente CBD. CBD, das wissen wir mittlerweile, hilft bei einer unglaublich großen Vielzahl von Erkrankungen, indem es die Ausschüttung von verschiedenen Botenstoffen massiv verstärkt. Dies sorgt insbesondere für eine entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung im gesamten Körper. Das, glaube ich, ist mittlerweile angekommen. CBD beseitigt also die negativen Auswirkungen von unterschiedlichsten Erkrankungen. Und zum anderen haben wir in jedem Pressling eine ganz spezielle exklusive Pflanzenmischung. Achtung, die körpereigenen Stammzellen vermehrt. Lass ich jetzt erstmal sacken. Und warum haben wir die hier drin? Weil Stammzellen heilen. Sie beseitigen also die Ursachen der Krankheiten. Stammzellen heilen. Deswegen hier drin. Ist genauso Wahnsinn, wie es sich anhört. Und damit haben wir eine hochwirksame Kombination von verschiedenen 100%ig natürlichen Substanzen, die Unglaubliches für den menschlichen Körper bewirken kann. So beseitigt CBD beispielsweise, ich möchte es jetzt nochmal verdeutlichen, so beseitigt CBD beispielsweise auf der einen Seite Schmerzen unterschiedlichster Art, und die Stammzellen sorgen für die Beseitigung der entsprechenden Ursachen hierfür, indem sie den Heilungsprozess einleiten. Und diese Kombination ist weltweit einmalig und wird von nun an für Millionen von Menschen ein unglaublicher Segen sein, so wahr ich es stehe. Und da wir über CBD in dieser Sendung schon ausführlich gesprochen haben, CBD-Öl, CBD-Balm, lassen Sie uns jetzt einmal intensiver über Stammzellen reden. Das ist unglaublich faszinierend. Was genau sind denn diese Stammzellen überhaupt? Ich habe Ihnen mal ein Video mitgebracht. So sehen sie aus. Und diese Stammzellen hat jeder Mensch in seinem Körper. Sie sind eine Art Ersatzteillager bzw. Reparaturservice des Körpers. Der genaue Begriff lautet adulte Stammzellen. Um das besser nachvollziehen zu können, lassen Sie uns nochmal vergegenwärtigen, aus was wir eigentlich bestehen. Aus was besteht der Mensch? Unbestritten ist natürlich, dass unser Körper ein faszinierendes Wunderwerk der Natur ist. Er besteht nämlich aus ca. 100 Billionen kleinen Zellen. Das ist eine Wahnsinnszahl, das ist eine Zahl mit 13 Nullen. Können Sie mal aufschreiben. Sprengt den Zettel. So, auch hier kleines Video für Sie. Blutzellen, Hautzellen, Leberzellen, Knochenzellen, Herzmuskelzellen und. Die meisten unserer Zellen sind sogenannte, oder man kann sagen, Facharbeiter. Sie sind also auf einen ganz speziellen Job im Körper spezialisiert.
So ziehen zum Beispiel die Herzmuskelzellen rhythmisch sich zusammen, damit das Herz überhaupt schlagen kann. Nervenzellen leiten Informationen weiter, Haarzellen lassen die Haare wachsen, Leberzellen entgiften unseren Körper, Blutzellen versorgen unseren Körper mit Sauerstoff und. Könnte ich jetzt noch endlos ausführen. Zellen sind also eigentlich nichts anderes als Fachidioten. Auch wenn sie das Wunder Leben erst möglich machen, funktionieren sie ausschließlich nach dem Prinzip Arbeitsteilung. Sie spezialisieren sich auf eine ganz bestimmte Aufgabe im Körper, nicht mehr und nicht weniger. So macht beispielsweise eine Leberzelle einen perfekten Job in der Leber, könnte aber niemals zur Hautzelle werden und umgekehrt funktioniert es auch nicht. Und deshalb haben sich die ca. 100 Billionen Körperzellen, aus denen wir bestehen, zu rund 200 verschiedenen Zelltypen spezialisiert, die jeden Tag in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet zwar einen einwandfreien Job leisten, aber eben nur in einem ganz speziellen Bereich. Adulte Stammzellen hingegen, die sind universelle Genies, weil sie neutral, also nicht spezialisiert sind. Also nochmal ganz kurz zurück, wir haben ja drüber gesprochen, Zellen sind Fachidioten, jeder für seinen Bereich, Herz, Leber etc. Ne? Soweit so klar. Adulte Stammzellen sind eben nicht spezialisiert und haben diese einzigartige Fähigkeit, sich erst nach dem Bedarf des Körpers auf Kommando zu spezialisieren. Das heißt, erst wenn sie in einem bestimmten Organ oder Gewebe benötigt werden, spezialisieren sich adulte Stammzellen für diesen konkreten Job. Also wenn die Leber was hat beispielsweise, dann werden sie halt entsprechend zu Zellen, die der Leber entsprechend helfen. Also ich habe jetzt gerade gesagt, adulte Stammzellen sind universelle Genies. Und das ist auch richtig gut so. Denn das, was täglich in unserem Organismus abläuft, kann man sagen, gleicht einem wahren Massaker. So sterben beispielsweise jeden Tag etwa 300 Milliarden Zellen ab. Ist eine enorme Zahl. Und das ist ein völlig normaler Vorgang, da sämtliche Zellen des menschlichen Körpers nur eben eine begrenzte Lebensdauer haben. Damit der Organismus aber nicht zusammenbricht, müssen kontinuierlich neue Körperzellen nachgebildet werden. Und genau in diesem Zusammenhang kommt den adulten Stammzellen eine zentrale Aufgabe zu. Sie befinden sich nämlich in vielen Organen, Geweben und Knochenmark und ersetzen die abgestorbenen Zellen. Und Hauptstammzellen bilden so zum Beispiel alle 4 Wochen eine neue Haut. Die Stammzellen im Knochenmark erzeugen alle paar Tage neue blutbildende Zellen, die in der Darmschleimhaut alle 5 Tage eine neue Darmschleimhaut. Und auch in der Leber sind es Stammzellen, die diese alle paar Wochen komplett neu bildet. Und dabei teilen sich die Stammzellen und so geht es aus ihrer einerseits eine neue Stammzelle als exakte Kopie hervor, andererseits eine Zelle, die sich zu einer bestimmten Gewebs- oder Organzelle weiterentwickelt. Auch hierzu ein kurzes Video. Hier sehen Sie den spannenden Vorgang der Teilung. Und da Stammzellen sich im Gegensatz zu unseren spezialisierten Zellen unbegrenzt teilen können, erledigen sie nicht nur das Tagesgeschäft, indem sie abgestorbene Zellen ersetzen, sondern sie reparieren auch beschädigte Zellen oder abgenutztes bzw. verletztes Gewebe und können so viele Krankheiten heilen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Es ist extrem wichtig, dass das so passiert, weil unsere Zellen permanent Umweltschäden und Lifestyle-Faktoren ausgesetzt sind, die anhaltende Schäden verursachen können. Dazu gehören schlechte Ernährung, Zellalterung, eine rückläufige Anzahl der Zellen bedingt durch mechanische oder chemische Schäden aus der Umwelt. Jede schädliche Veränderung in der Funktionsweise der Zellen spiegelt sich in einem verschlechterten Gesundheitszustand wider. Daran können Sie es messen. Nehmen Sie zum Beispiel einmal einen Menschen mit einem Diabetes Typ 1. Hier sind bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, die das Stoffwechselhormon Insulin produzieren. Nur aus diesem Grund leiden Betroffene an Diabetes. Das ist der einzige Grund. Stammzellen können die zerstörten Zellen wieder ersetzen und die betroffenen Personen sind geheilt. Klingt einfach, ist einfach. Und ebenso können Stammzellen Herzzellen, die bei einem Infarkt zugrunde gegangen sind, ersetzen. Oder bei Parkinson-Patienten können Stammzellen zerstörte Nervenzellen ersetzen.
Und in der regenerativen Medizin werden Stammzellen schon seit längerer Zeit sehr vielfältig eingesetzt. Also auch da wird vollkommen drauf gesetzt. Egal, ob es um den Wiederaufbau von Knorpel und zerstörten Gelenken geht, bei mir zum Beispiel ein Thema, ne? 5 Knie-OPs. Ob es um Arthrose geht, um Rückenschmerzen, um Sehstörungen und. Auch hier eine endlos lange Liste. Stammzellen nonplusultra. Der Grund: anstatt das Problem mit einem Medikament oder einer chemischen Substanz zu bekämpfen, wie es bei der konventionellen Medizin der Fall ist, verspricht die regenerative Medizin Heilung durch die körpereigene Fähigkeit zur Erneuerung. Also auch hier Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Ganze mit Hilfe von Stammzellen. Und mit Hilfe von Stammzellen beseitigen Sie die Ursachen für die Krankheiten. Schauen Sie mal. Hier haben Sie einen Überblick, wo die Stammzellentherapie bereits erfolgreich eingesetzt wird. Da haben wir alles mit dabei. Ich gehe mal so ein paar Bereiche durch. Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Lernschwierigkeiten, Schlaganfall, was haben wir noch? Rückenschmerzen, Arthrose, Diabetes, Sehstörung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Haarverlust, auch das ein Thema, Anti-Aging, Taubheit, ne? Sehen hier ganz viele Knochenfrakturen, Morbus Crohn etc. Bei diesen ganzen Bereichen, Anti-Aging, auch so ein kosmetischer Bereich, wo auch immer viele Zuschriften uns erreichen, was kann man denn dagegen besonders tun? Auch hier sensationell, alles hier Einsatz von Stammzellen in der regenerativen Medizin. Und warum kommt die Stammzellentherapie immer häufiger zum Einsatz? Warum ist das so? Weil Stammzellen so unglaublich effektiv sind. Unglaublich effektiv. Weil im Alter, ab 40 Jahre zum Beispiel, leider die körpereigene Stammzellenproduktion immer mehr nachlässt und somit die körpereigenen Reparaturmechanismen nicht mehr richtig funktionieren. Das ist nun mal leider so. Um den vielfältigen Nutzen der Stammzellen auch ab 40 Jahren nutzen zu können, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Auch hier ein kleines Video für Sie. Entweder lässt man sich Stammzellen vom Arzt aus dem Rückenmark entnehmen, die dann kultiviert werden und danach wieder zurück injiziert werden. Eine Möglichkeit. Oder man sorgt für eine natürliche, erhöhte Freisetzung der eigenen Stammzellen im Körper. Und jetzt wird's spannend, denn genau das ist nämlich durchaus möglich, Freunde. Und zwar ganz ohne Spritzen, auf völlig natürliche Art und Weise. Und zwar hiermit. Mit der sensationellen Weltneuheit, mit diesem goldenen Blatt. Mit unserem Produkt CBD Stem Complex. Welche Pflanzen sind das, von denen wir hier sprechen? Es ist ein synergistisch wirkender Verbund aus Afa-Algenkonzentrat, Astragalus-Extrakt, L-Carnosin, Blaubeerenextrakt, Resveratrol und grünen Tee-Extrakt. Und diese Kombination ist weltweit einmalig. Und die Kombination zusätzlich mit CBD, und das ist ja überhaupt der Knaller, ist sowieso einmalig, Freunde. Der exklusive Pflanzenkomplex in CBD Stem Complex ist in der Lage, und jetzt auch wieder aufgepasst, schon eine Stunde nach der Einnahme, nochmal, schon nach nur eine Stunde der Einnahme eines Presslings mehrere Millionen neue adulte Stammzellen im Körper freizusetzen und im Blutkreislauf zu vermehren. Adulte Stammzellen können auch Alterungsprozesse verlangsamen. So ersetzen sie beispielsweise auch beschädigte Hautzellen und verjüngen diese. Auch das Wahnsinn. Und das sorgt dafür, dass sie sehr schnell frischer und jünger aussehen. Und das sehen Sie nach 1-2 Tagen. Ich garantiere Ihnen, so wahr ich hier stehe, Sie werden angesprochen, wenn Sie das Produkt 1-2 Tage genommen haben, wird man Sie ansprechen und sagen, was hast du denn gemacht? Hast du eine Frischzellenkur gemacht? Gibt ja solche Sachen. Du siehst so gut aus, so frisch aus, so jugendlich. Und wenn Sie jetzt glauben, dass ich übertreibe, haben Sie recht mit dem Denken. Aber ich übertreibe nicht. Nehmen Sie das Produkt, testen Sie es selbst, Sie werden es sehen. Und das ist auch der Grund, warum die Stammzellentherapie immer häufiger im Anti-Aging-Bereich eingesetzt wird. Natürlich, klar, liegt doch auf der Hand.
Mit CBD-Stem-Komplex erzielen Sie einen ähnlichen Effekt. Ganz einfach. Zwar ist die Zahl der Stammzellen bei einer medizinischen Transplantation höher, jedoch nur einmalig. Und hier, mit jedem neuen Pressling, den Sie nehmen, erhöhen Sie permanent die körpereigene Stammzellenproduktion. Um nun die maximale Bioverfügbarkeit und damit den maximalen gesundheitlichen Nutzen für Sie zu erzielen, haben wir die CBD-Stem-Komplex-Presslinge mit einem neuen revolutionären Verfahren produziert, das derzeit weltweit nur Natura Vitalis anwendet. Also wir haben nochmal einen draufgesetzt sozusagen. Nicht nur die Kombination ist weltweit einmalig, sondern auch dieser unfassbar herausfordernde Produktionsprozess, also dieser umfangreiche Produktionsprozess. Wovon rede ich hier? Die Rede ist vom Multi-Layer Pressling. Habe ich Ihnen mitgebracht. Schauen Sie mal. Das ist mal so ein Pressling. Wir gehen mal ganz nah drauf mit der Kamera. So sieht der auf. Ich habe ihn mal aufgebrochen. Das ist jetzt der Original CBD Stem Complex Pressling. Und Sie sehen sehr schön, der besteht aus zwei Schichten. Einer äußeren Schicht, das ist die Mantelschicht, und einer inneren Schicht, das ist hier der Kern in Braun, das ist die Schicht, die die Wirkstoffe enthält. Was passiert? Nach dem Schlucken des Presslings wandert dieser Pressling, so wie Sie ihn hier sehen, das ist wie gesagt die Hälfte in der Mitte aufgebrochen, damit wir mal reingucken können, dieser Pressling, der wandert so komplett durch den Magen direkt in den Dünndarm. Und erst hier im Dünndarm wird die erste Schicht, also die Mantelschicht, die grüne Schicht, freigesetzt. Das bedeutet, dass die Mantelschicht wie ein Bodyguard die innere Schicht, also den Kern, das Wertvolle, alles, was hier mit Substanzen komprimiert ist, den Kern hier, den Braun, mit den hochpotenten Wirkstoffen vor der aggressiven Magensäure schützt. Und das ist der Punkt. Kein einziger Wirkstoff wird von der Magensäure zerstört. Auch das extrem wichtig. Verantwortlich hierfür ist die spezielle Beschaffenheit der von uns verwendeten Mantelschicht. Das ist nicht irgendwas, nein. Diese Mantelschicht, die besteht nämlich aus Trinatriumcitrat. Eine natürliche Substanz, die der Magensäure nichts anhaben kann und somit unbeschadet in den Dünndarm wandern kann. Und diese Resistenz, die schützt auf natürliche Weise den Kern des Presslings, in dem die wertvollen Wirkstoffe verborgen sind. Auch für das CBD extrem wichtig. Denn auch für das CBD ist dieser Herstellungsprozess des Presslings ja genau deswegen so extrem wichtig, weil es Vermutungen gibt, dass wenn man CBD ganz normal schluckt, die Magensäure, einen Teil des CBDs, ja, in das psychoaktive THC umwandelt. Also das kann dann passieren. Und deswegen diese Mantelschicht extrem wichtig. Wenn wir sie nicht drum hätten, die Mantelschicht, würde bei hohen gesundheitlichen Nutzen des CBDs natürlich deutlich reduziert. Das heißt, da kommt ja nicht so viel an, aufgrund dessen, dass die Magensäure das so stark angreift, dass ja, entsprechend weniger ankommt, viel weniger ankommt. Und deswegen dieser Bodyguard extrem wichtig. Und deswegen produzieren wir auch keine normalen Kapseln mit CBD, sondern immer mit diesem Bodyguard, weil normale Kapseln bringen nichts. Einmal durch die Magensäure durch, schon 40% der Wirkung verpufft. Also, Trinatriumcitrat, gut aufgepasst, in der Mantelschicht, wartet noch mit einer ganz wundervollen Eigenschaft auf. Welche ist das? Es unterstützt nämlich ein basisches Milieu. Das ist besonders wichtig, da heutzutage die meisten Menschen übersäuert sind und ein saures Milieu die Wirkstoffe ebenfalls überall im Körper angreifen könnte. Und Sie sehen, unser Produkt CBD Stem Complex ist weltweit wirklich einzigartig. Auch das haben Sie wahrscheinlich noch nie so vorher gehört. Selbst bei der Mantelschicht haben wir genau darauf noch geachtet. Sowohl von der Rezeptur als auch von der Technologie sensationell. Freuen Sie sich auf die unterschiedlichsten bahnbrechenden Erfolge, die Sie mit diesem sensationellen Produkt erzielen werden. Wichtiger Tipp, kombinieren Sie dieses Produkt unbedingt mit unseren CBD-Öltropfen. Die habe ich jetzt auch noch hier stehen, ja genau. Kombinieren Sie es mit den CBD-Öltropfen, weil damit der synergistische Effekt der Wirkstoffe im Pressling noch einmal um 50% erhöht wird. Ja, um 50% erhöht. Das ist der Hammer. Ab sofort
Können Sie CBD auch zum Inhalieren nutzen? Ich zeige Ihnen das mal hier. Gehen wir mal drauf, dass direkt alle wissen, wovon ich spreche. Ab sofort können Sie CBD inhalieren, Freunde. Und zwar in einem handelsüblichen Vaporisator oder einer ganz normalen E-Zigarette. Diese Art CBD zu konsumieren ist neben der sublingualen Einnahme eine der schnellsten Möglichkeiten, um das hochwirksame CBD in den Blutkreislauf zu bekommen. Und da muss es hin. Was das Cannabinoid-CBD genau ist und wie es im Körper des Menschen grundsätzlich funktioniert, das erläutern wir ja immer ausführlich bei unseren CBD-Ölprodukten. Das ist klar, ne? Haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, auch gerade beim Balm. Und deswegen sprechen wir jetzt über die unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten von CBD, weil da haben wir ein riesen Spektrum, Freunde. Und wissen Sie, was das Beste ist? Natura Vitalis bedient alles in diesem Spektrum. Das kann ich ab heute wirklich sagen, denn wir haben hier das CBD Breathe und das komplett konzentriert, mit der konzentrierten Wirkung. Und eine Möglichkeit der Einnahme von CBD habe ich ja gerade erwähnt, ne, die sogenannte sublinguale Einnahme oder eben auch der Balm auf die Haut, alles wunderbar. Aber diese Form der Einnahme bedeutet, dass man CBD-Öl unter die Zunge träufelt und dort mindestens eine Minute belässt, bevor man es runterschluckt. Ne, das ist jetzt bei der sublingualen Geschichte. Das heißt, das Öl unter die Zunge träufeln, eine Minute warten, runterschlucken, haben Sie die Wirkung. Was passiert dann? Das kostbare Öl wird über die Mundschleimhaut vom Blutkreislauf aufgenommen und muss nicht erst über den Magen bzw. den Darm absorbiert werden. Damit ist die sublinguale Einnahme einer der schnellsten Möglichkeiten für die Entfaltung der positiven Wirkung von CBD im Körper. Noch schneller geht es nur, wenn man CBD vaporisiert, also inhaliert. Und der Grund dafür, durch Vaporisieren wird das CBD direkt durch die Lunge in den Blutkreislauf transportiert. Schauen Sie mal, habe ich Ihnen mal ein Video mitgebracht. Das ist der schnellste Weg. Schauen Sie mal, so funktioniert. Und da auf diesem Weg so gut wie nichts vom CBD verloren geht, geht ja gar nicht, und eine sehr gleichmäßige Zufuhr stattfindet, haben Sie eine stärkere positive Wirkung verglichen mit Produkten bei gleicher Konzentration, die anders eingenommen werden. Und daher eignen sich die Vaporisation von CBD insbesondere für Menschen, die sehr schnell gesundheitliche Herausforderungen in den Griff bekommen möchten. Um CBD auf diesem Weg einzunehmen, benötigt man lediglich einen Vaporisator oder eben eine handelsübliche E-Zigarette. Und hier gibt es die unterschiedlichsten Modelle auf dem Markt. Das gleiche, also das Prinzip ist aber immer das gleiche, das vorneweg. Wie funktioniert das Ganze? Wie können Sie es jetzt einnehmen? Schauen Sie mal, ich drehe Ihnen das auch mal, dann sehen Sie ja auch mal von der anderen Seite die Geschichte. Also, ein Heizelement erhitzt das CBD, sodass die Wirkstoffe in Dampf übergehen, ohne eben dabei zu verbrennen. Und dieser Dampf, der wird dann über ein Mundstück inhaliert, hier oben, und so gelangen die heilsamen Wirkstoffe über die Lunge in den Blutkreislauf. Wichtig ist, dass man kein normales CBD-Öl versucht, in einem Vaporisator zu erhitzen, weil das Öl, das für die sublinguale Einnahme verwendet wird, dazu eben nicht geeignet ist. Zum Verdampfen eignen sich ausschließlich speziell dafür hergestellte Flüssigkeiten mit CBD, die man CBD-Liquids nennt. Und genau das ist CBD-Breathe. Und daher auch der Name Breathe, der übersetzt ja Atmen bedeutet. Und CBD-Breathe ist ein natürliches, qualitativ außerordentlich hochwertiges Liquid, das sich hervorragend für handelsübliche E-Zigaretten und Vaporisatoren eignet. Also wenn Sie da schon eine haben, können Sie das Liquid bestellen, sind Sie schon bestens ausgestattet. Und die Top-Premium-Qualität von CBD-Breathe erkennen Sie sofort beim ersten Blick ins Fläschchen. In dieses wunderbare Fläschchen. Und jetzt lassen Sie uns erstmal gemeinsam einen Blick auf unsere sensationelle Weltpremiere werfen. So schaut sie also aus. Das Produkt heißt CBD Skin. So, das ist wirklich weltweit sensationell und einmalig. Das ist nämlich, um es mal direkt vorwegzunehmen, dass wir direkt alle wissen, wovon ich hier rede, das ist weltweit das erste Make-up von innen. Sie haben richtig gehört, CBD Skin ist weltweit das erste Make-up von innen. Dieses phänomenale Produkt lässt Ihre Haut in einem anderen Licht erscheinen. Sie werden nie mehr müde aussehen, sondern immer frisch und ebenmäßig. Makel, Fältchen, Hautunreinheiten und Unebenheiten lässt CBD Skin wie von Zauberhand verschwinden. Ähnlich wie mit einem transparenten Make-up,
dass durch die lichtreflektierenden Pigmente die Haut frisch, strahlend und wie weich gezeichnet wirken lässt. Und da es quasi unsichtbar ist, sieht auch niemand, dass etwas aufgetragen wurde. Völlig unauffällig und ohne den manchmal starr wirkenden Make-up-Effekt. Denn, Sie wissen es selber, weniger ist bekanntlich manchmal mehr. Und darüber hinaus unterstützt die einzigartige CBD-Skin-Rezeptur zusätzlich noch die Hautgesundheit bei den verschiedensten Herausforderungen, wie beispielsweise bei Akne, bei Rötungen, Neurodermitis, Kuperose, Schuppenflechte und. Dieses breite Wirkspektrum hier drin ist durch die beispiellose, synergistisch wirkende Kombination möglich. CBD aus der Kultpflanze Cannabis mit dem teuersten Öl der Welt, dem Arganöl, und der Kap-Aloe-Pflanze, die am stärksten feuchtigkeitsspendende Pflanze unter den 250 verschiedenen Aloe-Pflanzen, die auf unserem Globus beheimatet sind. Für die zusätzliche Portion Glow sorgen spezielle Hautmikronährstoffe wie beispielsweise Biotin, Zink, Mangan, Vitamin C und Kolostrum. Lassen uns mal ganz genau drauf schauen. Einer bzw. eine der herausragendsten Eigenschaften der CBD Skin Verjüngungsformel ist sicherlich die entzündungshemmende Wirkung aufgrund der 5%igen, hier sehen Sie es, 5%igen Konzentration des Cannabinoids CBD. Und das ist gut so, denn neueste Erkenntnisse aus der Beauty-Forschung zeigen, dass Alterungsprozesse der Haut, wie beispielsweise Falten, unter anderem durch kleine chronische Entzündungen in der Haut begünstigt werden. Man nennt diese kleinen Entzündungen auch Inflammationen. Diese Dauerentzündungen werden zum Beispiel durch umweltbedingte Stressfaktoren wie UV-Strahlung, aber eben auch durch falsche Ernährung ausgelöst. Auch ja so ein Dauerthema hier bei uns im Land. Dies wiederum sorgt für eine neue Elastizität der Haut, die dem Feuchtigkeitsverlust vorbeugt. So wird nicht nur die Faltenbildung effektiv gestoppt, nein, Achtung, entstandene Fältchen werden auch wieder geglättet. Die Haut sieht also wieder deutlich frischer und jugendlicher aus, so wie wir es haben wollen. Und da chronische Entzündungen in der Haut nicht nur den Alterungsprozess beschleunigen, sondern unter anderem auch für unreine Haut bzw. Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte, Kuperose etc. Und so weiter verantwortlich sind, werden diese Hautleiden durch die stark entzündungshemmende Wirkung von CBD gleich mitbehandelt. Also wir haben einen Schönheitseffekt und einen Gesundheitseffekt kombiniert, 2-in-1. CBD ist dabei so erfolgreich, dass es mittlerweile weltweit gegen nahezu alle Typen von Hauterkrankungen eingesetzt wird. Gegen nahezu alle. Zudem beruhigt die antiseptische und antimikrobielle Wirkung des CBD empfindliche und gereizte Haut. Ganz, ganz wichtiges Thema. Synergistisch verstärkt wird das unglaublich breite Wirkspektrum von CBD durch das kostbarste Öl der Welt. Wir haben es gerade im Video gesehen, ne? Dem Arganöl. Da haben wir es. Arganöl. Sieht schon so kostbar aus. Bisschen wie Honig. Hat aber noch eine viel extremere Wirkung. Wie CBD überzeugt nämlich Arganöl mit unzähligen beachtlichen Resultaten bei den verschiedensten Herausforderungen mit der Haut und ist somit der ideale Partner für das Cannabidiol. Der Grund für die sensationellen Ergebnisse dieses regelrechten Wunderöls ist die einzigartige Zusammensetzung. So wirkt das verjüngende Arganöl beispielsweise durch seine enthaltenen Polyphenole auch entzündungshemmend und verzögert somit nicht nur die Hautalterung, sondern hilft ebenfalls gegen unreine Haut, Ekzeme, Schuppenflechte und verschiedene andere Herausforderungen. Auch bei Zellulite, Narben, Pigmentflecken, Schwangerschafts- oder Dehnungsstreifen hat sich Arganöl bestens bewährt, denn die enthaltenen Triterpenoide und sekundären Pflanzenstoffe sind in der Lage, beschädigtes Hautgewebe zu reparieren. Das muss man mal sacken lassen, Freunde. Arganöl ist sogar in der Lage, beschädigtes Hautgewebe zu reparieren. Ja, und darüber hinaus besteht das Beauty-Wunder zu 80% aus ungesättigten Fettsäuren. Das ist doppelt so viel wie beispielsweise in Olivenöl. Und zudem hat es in Hülle und Fülle pflegende Nährstoffe wie Vitamin E. Beide, Vitamin E und die essentiellen Fettsäuren, spielen bei der Hautregeneration, bei der Zellbildung sowie Zellheilung eine äußerst wichtige Rolle. Außerdem reguliert Vitamin E den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Auch das macht's. Und dadurch
werden die Hautzellen elastisch gehalten und das wiederum sorgt für ein frischeres Aussehen. Und das flüssige Öl aus Marokko enthält unter anderem ein Phytosterin, das sonst in keinem anderen Öl vorkommt, und zwar Spinasterol. Eine pflanzliche Substanz, die in der Lage ist, Hautzellenwachstum und die Zellerneuerung zu stimulieren. Diese Mischung CBD mit Arganöl ist unglaublich. Aber es geht ja noch weiter. Denn ein weiterer Garant für eine pralle und gesunde Haut ist genügend Feuchtigkeit in den Hautzellen. Denn trockene Haut, das wissen wir alle, wirkt oft fahl und müde. Sie spannt und juckt leicht und weist an manchen Stellen raue oder gerötete Stellen auf. Und zudem sorgt die fehlende Feuchtigkeit für eine vorzeitige Faltenbildung. Und aus diesem Grund enthält die CBD Skin Textur zusätzlich den Feuchtigkeitsbooster schlechthin, Aloe Vera. Oder genauer gesagt die südafrikanische Pflanze Kap Aloe. Das ist nämlich richtig spannend. Ich zeige sie Ihnen mal, so sieht die Pflanze aus. Von den ca. 250 verschiedenen Aloe-Gattungen, die auf unserem Globus beheimatet sind, gilt Kap Aloe nämlich als die stärkste Pflanze überhaupt, wenn es darum geht, der Haut Feuchtigkeit zu spenden. Und dieser Beauty-Superstar, der füllt jeden Tag intensiv die Feuchtigkeitsdepots der Hautzellen randvoll auf. Und das ist wichtig, denn der Wasserhaushalt unserer Hautzellen, der befindet sich in einem ständigen Austausch. Kap Aloe ist also der Natural Moisturizing Factor per Excellence. Also das natürliche Feuchtigkeitssystem wird durchs Kap Aloe auf Maximum gehalten. Es ist, also kann man sagen, wirklich dieser Feuchtigkeitsbooster dahin, dass die Hautelastizität bedeutend verbessert und so ihre Haut optisch verjüngt, kräftigt und gesund strahlen lässt. Dadurch sehen Sie um 10 Jahre jünger aus. Das hört sich jetzt übertrieben an, ich weiß. Aber es ist so. Diese einzigartige Mischung CBD, Arganöl, Kap Aloe, das ist der Hammer schlechthin, gibt es weltweit nur bei Natura Vitalis. Und jetzt kommt der Kracher. Jetzt kommt noch ein Knaller. Wir haben diese Rezeptur veredelt, und zwar, ja, ich weiß. Und jetzt erkläre ich Ihnen mal ganz kurz den Komplex an sich. Im Verbund dieser drei Geschichten nämlich, Kap Aloe, Arganöl, CBD, im Verbund kräftigt und strafft dieser Nutri-Kosmetik-Komplex die Haut, verkleinert die ca. 20.000 Poren im Gesicht und trägt somit ebenfalls zu einem ebenmäßigeren und schöneren Gesamthautbild bei. Und damit wirklich jede Ihrer einzelnen Hautzellen von diesem sensationellen Produkt maximal profitieren kann, haben wir CBD Skin nach einem neuen, revolutionären Verfahren produziert, das Ihnen die höchste Bioverfügbarkeit sicherstellt und das derzeit weltweit, ich habe es gerade schon gesagt, nur von Natura Vitalis angewendet wird. Und die Rede ist vom sogenannten Multi-Layer Pressling. Das heißt, der Pressling besteht aus zwei Schichten, der äußeren Mantelschicht und der inneren Schicht, dem Kern, der die Wirkstoffe für Sie bereithält. Geteilten Pressling zeige ich Ihnen jetzt mal hier. Schauen Sie mal, genau, ist schön eingeblendet von der Kamera. Was passiert hier? Nach dem Schlucken des Presslings wandert dieser so komplett durch den Magen direkt in den Dünndarm. Erst hier wird die erste Schicht, also die Mantelschicht, freigesetzt. Das bedeutet, dass die Mantelschicht wie ein Bodyguard die innere Schicht mit den hochpotenten Wirkstoffen vor der aggressiven Magensäure schützt. Kein einziger Wirkstoff wird von der Magensäure zerstört. Das ist natürlich auch hier ganz, ganz, ganz wichtig. So, verantwortlich hierfür ist die spezielle Beschaffenheit der von uns verwendeten Mantelschicht. Sie besteht nämlich aus Trinatriumcitrat, eine natürliche Substanz, die der Magensäure nichts anhaben kann und somit unbeschadet in den Dünndarm wandern kann. Und diese Resistenz, die schützt auf natürliche Weise den Kern des Presslings, in dem die wertvollen Wirkstoffe verborgen sind. Und auch für das CBD ist dieser Herstellungsprozess des Presslings sehr wichtig, weil es klare Vermutungen gibt, dass wenn CBD ganz normal geschluckt wird, die Magensäure einen Teil des CBDs in das psychoaktive THC umwandelt. Und dadurch würde aber der eigentliche Nutzung des CBDs natürlich deutlich reduziert und deswegen ganz wichtig diese Mantelschicht. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb CBD in herkömmlichen Kapseln mehr als fragwürdig ist, aber Trinatriumcitrat in der Mantelschicht wartet noch mit einer weiteren wundervollen Eigenschaft auf. Es unterstützt nämlich
ein basisches Milieu. Dies ist ganz, ganz wichtig, da heutzutage die meisten Menschen übersäuert sind. Das ist keine Seltenheit und saures Milieu im Körper würde die Wirkstoffe überall im Körper angreifen. Sie sehen, unser Produkt CBD Skin ist weltweit wirklich einzigartig, sowohl von der Rezeptur als auch von der Technologie. Freuen Sie sich auf die unzähligen Komplimente, die Sie schon nach kurzer Anwendung von CBD Skin erhalten werden. Und jetzt mein Tipp, kombinieren Sie das Ganze. Kombinieren Sie CBD Skin mit unserem legendären Kollagen Lift Drink, unserem Millionen-Bestseller Hyaluronsäure MM und unseren einzigartigen Ceramid-Komplex-Kapseln. Das ist so die Champions League Kombination. Und das, was dann passiert, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das müssen Sie einfach mal selber ausprobieren und dann rufen Sie mich an und sagen Sie mir Bescheid. Auf jeden Fall werden Sie nie die Praxis eines Schönheitschirurgen von innen sehen. Das verspreche ich Ihnen.